Hallo. Jetzt doch wieder Bernhard zum 80er. Wer hat Sie überredet oder haben Sie sich selbst überredet dazu? Nein, es gab ursprünglich den Plan, ein Stück von Peter Handke aufzuführen und das scheiterte dann an Handke und mir. Und dadurch kam aber die Verbindung, weil Faust die Hauptrolle bei Handke spielen sollte, kam die Verbindung wieder zustande mit dem Gerd, weil er blieb ja in Wien und kam nicht mit nach Berlin. Und wir kamen einfach eigentlich wieder sehr zusammen. Es war, als wenn keine Unterbrechung war. Und es waren ja 10 Jahre dazwischen. Also das, so entstand das, einerseits mit dem Gerd wieder zu arbeiten und andererseits natürlich will man einen Geburtstag feiern. Und wenn man ihn feiert, das ist ja eine sehr originelle Idee, das Stück zum 80. Geburtstag von Minetti geschrieben, jetzt zum 80. von Bernhard zu spielen. Und das war die Freude. Und vielleicht sollte ich noch eine ganz kurze, kleine Bemerkung zwischendurch machen. Auf diese Aufführung in Wien ist ein solcher Druck. Das heißt, es war alles sofort ausverkauft. Mhm. Wir haben das in Berlin gemerkt, weil die ganzen Wiener jetzt in Berlin die Karten aufkaufen, weil wir ein bisschen größeres Haus sind am BE. Und jetzt hat die Burgtheaterdirektion und wir zusammen haben entschieden, am Donnerstag eine öffentliche Probe zu machen, morgens um 11.30 Uhr. Mhm. Kann man Zählkarten bekommen und die Leute, die tagsüber Lust und Zeit haben, sollen da gerne hinkommen, also umsonst. Und es wird am Freitag das Programm im Akademietheater geändert. Wir machen da auch eine Voraufführung von Einfach kompliziert. Also das heißt, wir schaffen jetzt für diesen unheimlichen Druck und diese Leidenschaft, die jetzt für Bernhard besteht, schaffen wir einfach ein bisschen Raum. Ich finde, das haben die Wiener verdient, als kleines Geschenk. Das heißt, es ist immer noch eine enorme Nachfrage da. Ungeheuerlich. Mhm. Also der Bernhard ist ja wirklich Legende geworden. Und zwar nicht nur in Österreich, also vielleicht ist Österreich so der kleinste Platz, an dem er Legende ist, natürlich der interessanteste, aber wohin Sie in der Welt kommen, wenn ich irgendwann sage, ich bin der Bernhard-Urführungsregisseur und ich habe das und das gemacht, also sofort ist der rote Teppich ausgerollt. Also das ist vielleicht vielen in Österreich gar nicht so klar, dass das wirklich neben Bertolt Brecht vermutlich der einzige deutschsprachiger Autor ist, der wirklich in der ganzen Welt gespielt wird. Sie gehen nach Tokio, da spielen Sie Brecht und Bernhard, Sie gehen nach Rio de Janeiro. Vielleicht muss man das einfach mal hineinrufen in dieses Land, dass diejenigen, die so sehr gegen ihn gekämpft haben, die sogenannte Öffentlichkeit, der Bundespräsident, der Kardinal, wer alles damals getobt hat, das wollen wir nicht vergessen, aber wir wollen uns auch freuen, und das tue ich auch wirklich, dass sich dieser tolle Autor jetzt durchgesetzt hat und seit Schnitzler eben wahrscheinlich ja doch der größte österreichische Dramatiker ist, eben mit Weltgeltung. Kurz nach seinem Tod wollten Sie ja dann immer schon alle gewusst haben, dass er ein großer Dichter ist. Das verbindet Sie ja sozusagen auch ein bisschen miteinander, diese nachträgliche Umarmung des Publikums. Auch Sie sind nach Berlin gegangen und dann hat man Ihnen auch gleich nachgeweint, weil es immer so lustig war mit dem Beimann und so. Ja. Hat Sie das dann gefreut oder haben Sie das eher als Zumutung empfunden? Nein, wissen Sie, ich hatte immer genauso viele Freunde. Also das heißt, vielleicht war es statistisch waren es mehr, die dagegen sind oder waren, aber es waren auch immer und für die empfinde ich wirklich große Dankbarkeit. Ich meine, wir haben natürlich Heldenplatz und den Bernhard, aber natürlich auch die Jelinek und den Peter Turini und andere österreichische Autoren zum Sieg verholfen durch unsere Arbeit. Aber dass wir dafür immer auch ein Publikum gefunden haben in dieser theaterverrückten Stadt, in diesem theaterwahnsinnigen Land, zeigt ja auch, dass immer, es war ja immer ausverkauft. Also von ihm muss es ja auch eine ganze Reihe von Fans gegeben haben. Sind ja nicht nur die Feinde, die gekommen sind. Also ich sehe das auch so ein ganz kleines bisschen, ich meine, hoffentlich gelingt es, als ein kleines Geschenk so aus Wien, aus Berlin nach Wien, die Dankbarkeit für die, die unsere Arbeit durchgesetzt haben. Das waren ja auch nicht wenige. Also insofern ist mein Bild da irgendwie ja ganz positiv. Aus dem Film ist schon hervorgegangen, dass Sie künstlerisch sehr eng verbunden waren, sehr lange verbunden waren. Sie haben sich ja einmal so als Witwe Bernhard bezeichnet. Das war wohl ein bisschen eine ironische Überhöhung, aber nach seinem Tod. Also. Aber würden Sie sich als Freund bezeichnen? Konnte man das überhaupt sein? Mit einem Genie befreundet zu sein, ist gar nicht so einfach. Verstehen Sie, es war auch am Anfang mühsam und ich habe ja bei den vielen Besuchen da in Ohlsdorf, musste ich immer in den ganzen Dorfgasthöfen wohnen und ehe ich da mal ins Haus gelassen wurde, habe ich zunächst an meiner Luftmatratze vor dem Badezimmer bivakieren müssen. Das hat sich über Jahre entwickelt und bis es dann, ob es eine wirkliche Freundschaft war, ich wage das gar nicht so zu sagen. Er war ja auch ein sehr fürsorglicher Mensch. Es gibt die Legende Bernhard, dieser große Polemiker und Beschimpfer, aber es gibt natürlich auch, das ist auch eine Rolle, die er gespielt hat. Auf der anderen Seite gibt es auch in ihm die große Liebessehnsucht, wie es auch in diesem Stück einfach kompliziert gesagt wird. Wir brauchen die Menschen.
Und er hat sie auch gebraucht. Also das sind ja Rollen, die auch gespielt werden, die in einem drin sind. Ja, also und diese Annäherung. Am Ende war sie natürlich sehr eng und er war auch eine Art Pilot für mich, mich in diesem Wiener Dschungel zurechtzufinden. Ich habe ja wie viele Deutsche gedacht, Österreich ist eine Unterabteilung von Bayern. Und dass ich begriffen habe, dass Österreich eine Nation ist und dass der größte Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern die gemeinsame Sprache ist, wie das Karl Kraus mal unüberbietbar definiert hat, das hat mir zu verstehen, der Thomas Bernhard sehr geholfen. Also das war eigentlich... Diese Rolle, die er gespielt hat, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, also das hat er ja sehr beherrscht, er hat es ja auch sehr gesteuert, ja. Sein Bild nach außen und sehr inszeniert. Nicht so, dass man sagt, ich trete jetzt mal so als der wüste Beschimpfer auf, sondern das ist natürlich, diese Erregung ist ein Teil seiner Existenz, einerseits. Und andererseits der große Humor und wirklich die Erregung, dass ich damit zu dünnen Jeans rumlaufe oder die Fürsorge für bestimmte Leute. Und er war wirklich der Preis für seine sogenannte Einsamkeit, wenn ich mal, sag mal, die Vorstellung einer Familie, die hatte er ja nicht. Aber dieser Aufenthalt in vielen Sphären, das Anziehen auch so obskurer und interessanter Menschen. Ich hatte am Anfang immer das Gefühl, ich werde auch in diesem Bernhard-Panorama auch einer der Statisten. Und da waren ja fürchterliche Leute, diese verzweifelten Holzknechte. Und einmal habe ich durch ihn einen Doppelmörder kennengelernt. Was lernt man schon mal einen Doppelmörder kennen? Also, aber Freundschaft und Nähe, er hat mir irgendwie die Seele der Österreicher vermittelt, bis hin zu dem Abgrund, der sich in Heldenplatz dann plötzlich artikuliert hat. Mhm. Also natürlich ist es für mich ein gar nicht vorstellbarer Verlust. Daher kommt diese etwas kokette Pointe, weil ich immer noch von Bernhard übrigens träume. Also einmal im Monat kommt dieser Bernhard-Albtraum, nämlich dass er noch lebt, der eigentlich ein Glückstraum ist, aber zum Albtraum wird man es ja nicht stimmt. Und ist er streng mit Ihnen im Traum oder was macht er da? Nein, wir grinsen und ich sage, sie gibt es ja doch noch. Es war mir ja klar, dass Sie nicht gestorben sind. Aber und dann verabreden wir uns und dann wache ich auf. Ja, das ist so ein Phantomschmerz. Da sieht man, wie tief das geht. Aber wie gesagt, es gibt ja manchmal diese gemeinsamen Wege. Und es war schon eine aufregende Zeit, die er uns Schauspielern ermöglicht hat. Und er hat ja auch dann für unsere Schauspieler geschrieben, bis hin zu diesem herrlichen Stück der Tine Voss. Das war ja für meine drei Schauspieler geschrieben. Ja. Er war jedenfalls kein Einfacher, das weiß man. Einfach kompliziert war auch sein Verhältnis zu seinem Verleger Siegfried Unselt. Und ihr Briefwechsel wurde auch für die Bühne bearbeitet und von Peter Simonischek und Gerd Voss vorgetragen. Wir zeigen Ihnen dieses Programm heute im Anschluss. Schauen wir mal kurz rein. 9. Juli 68, lieber Herr Bernhard, ich höre, dass wir wieder einmal Honorarschwierigkeiten miteinander haben. Wieso eigentlich? Ich denke, diese Dinge haben wir doch nicht ohne Großzügigkeit geregelt. Ich schicke Ihnen anbei eine Kopie des Vertrages, den wir am 8. Mai bis 22. November 67 für den Band Prosa in der Edition Surkamp geschlossen haben. Da scheint mir doch ein Muster zu sein, wie wir auch für den neuen Band ungenach verfahren sollten. Ich hätte mir sehr gewünscht, Herr Bernhard, dass Ihnen daran liegt, mit diesem Honorar Ihr Darlehen abzutragen. Falls Sie aber auf diesen Betrag jetzt angewiesen sind, bin ich auch bereit, die DM 2000 Ihnen zur Hälfte bei Vertragsabschluss und zur Hälfte bei Erscheinen des Bandes zu überweisen. Lieber Herr Dr. Unselt, es hat mir leid getan, dass ich Sie in Frankfurt nicht gesehen habe. Aber mit Ihrer Frau zusammen war es ein Vergnügen. Bitte sagen Sie das. Was die Honorarfrage betrifft, so sind wir tatsächlich anfangs großzügig verfahren. Und ich habe geglaubt, wenn ich mich 3 Jahre mit meinem Roman Verstörung herumschlage, dann ist ein großer Teil meines Darlehens abgetragen. Dass ein so großer und so guter Verlag wie der Ihre aber nicht mehr als 1800 Exemplare verkaufen hat können, ist so absurd, dass das kein Mensch glaubt, wenn ich das sage. Denn selbst wenn ich ganz alleine mit meinem Rucksack durchs Land ginge, verkaufte ich in 4 Wochen sicher mehr. Die Enttäuschung ist die größte. Ja. Thomas Bernhard, alles Kleinmütige war ihm ja verhasst, aber selbst konnte er schon auch angeblich ein bisschen kleinlich sein, also zum Beispiel zu spät kommen hat er kaum akzeptiert. Ja. Haben Sie das auch erlebt? Oh, also bitter. Also ich kann Unselt Leiden gut verstehen in seiner Art. Also Unselt war ja wahrscheinlich der Roman- und der Prosa-Partner und ich glaube einfach statistisch war ich, glaube ich, schon der Theaterpartner und
Da gab es also auch unglaubliche Erpressungen. Wenn ihn irgendwas ärgert, hat er gesagt, die kriegen überhaupt kein Stück. Und wir nehmen Theater, man rittert denen fast aus dem Spielplan. Und wenn man in Gmunden im Rathauscafé verabredet war, um 9 und irgendwie, was weiß ich, der Zug hatte Verspätung oder der Taxifahrer, da war er weg. Und dann kommt der Kellner und sagt, ja, der Herr Bernhard, der ist jetzt ja schon zu Hause. Sie können morgens nochmal versuchen, ob Sie dann pünktlich sind. Ja. Also das war schon ein Rigorismus und ein Konsequentismus, den er natürlich auch an sich selbst anlegte. Ich habe ihm oft gesagt, Mensch Bernhard, Sie können für sich als Autor alle Entscheidungen sozusagen scharf und konsequent fällen. Ich bin letztlich immer für eine Art Kollektiv, für Schauspieler und für einen Betrieb verantwortlich. Da ist ein bestimmter Rigorismus gar nicht möglich. Obwohl man mir ja schon vorgeworfen hat, dass ich ein so radikales Theater gemacht habe. Und das war es ja auch. Mhm. Ich sage das gern, aber in diesen Jahren haben wir wirklich mit der Elfriede Jelinek, mit dem Bernhard, mit dem Peter Turini, mit dem Peter Handke manchmal 15, 16 Vorstellungen das ausverkaufte Burgtheater gehabt. Das heißt, einmal in dieser langen Geschichte des Burgtheaters kamen wirklich die österreichischen Autoren zum Zuge und an der Spitze natürlich der Bernhard nicht. Dieses Rigorose, das Sie angesprochen haben im Charakter, er hat ja auch dieses, sagen wir mal, apodiktische in seinen Texten. Ganz klar. Nicht? Das hat ja manchmal auch etwas sehr Komisches, auch freiwillig Komisches, nicht nur unfreiwillig Komisches. Was sind schon Pointen, das ersetzt auch Pointen, das ist ganz klar. Aber was glauben Sie, wo kommt das her? Das muss ja aus einer ungeheuren Kraft und aus einem Selbstbewusstsein auch kommen, den Leuten es richtig rein zu sagen. Wo hat er das hergenommen? Weil seine Biografie spricht ja nicht unmittelbar dafür. Nein, aber das könnt ihr ja, ihr Österreicher. Das kann ja auch bis zum gewissen Grad der Nestor, das Übertreiben in der Zuspitzung. Und das ja natürlich, es wird auch immer vergessen, dass der Nestor hat ja auch im Knast gesessen. Soweit hat es der Bernhard ja nicht gebracht. Aber der Nestor wurde ja mehrfach festgesetzt wegen Staatsbeleidigung oder wegen Terrorismus oder was weiß ich. Also das heißt, dieses auf die Spitze treiben, um es zu enthüllen, das ist eigentlich, sagen wir mal, auch Theater. Bis zu einem gewissen Grade sehen Sie das auch bei der Elfriede Jelinek. Das heißt, diese Zuspitzung bis hin zur Übertreibung und dass der Bernhard sich dann sogar bis zur Abschaffung einer Tram, einer Straßenbahn in Gmunden zum großen Polemiker aufwirft, zeigt ja irgendwie auch seine Don Quixotterie. Für mich ist er auch ein literarischer Don Quixote. Auch Don Quixote ist ja ständig gegen Windmühlen angeritten, weil er dachte, das ist die feindliche Armee. Ich will ihn jetzt überhaupt nicht relativieren, weil er hatte in allem wirklich natürlich recht und ganz besonders in Heldenplatz, dass er aufgeräumt hat mit dieser Lüge, dass die Österreicher mit den Nazis nichts am Hut hatten, sondern sozusagen das erste besetzte Land war noch vor Polen. Das war halt eine der großen Verkitschungen der österreichischen Geschichte. Nach der Heldenplatz-Premiere war dieses Land zu dieser Lüge nicht mehr berechtigt. Das ist toll, dass das Theater das kann. Aber auf der anderen Seite, oder was wir da gerade gesehen haben, was der Forster spielt, den Ritter, Dine Voss, dieser Philosoph, dieser Wittgenstein-Neffe, das sind ja alles so sind wirklich auch Narren. Und etwas von dieser Absurdität des Lebens und der Verzweiflung, das Vollkommene zu suchen und ununterbrochen an der Umwelt und an sich selbst zu scheitern, das ist, glaube ich, auch Lebensprogramm von Thomas Bernhard. Dafür würde er dann in weiterer Folge auch sehr geschätzt, aber einige Feinde sind ihm schon geblieben. Wofür wurde und wird er nicht alles gehalten? Für einen Staatsfeind, einen Staatsdichter, einen Unterganghofer, einen großen Moralisten, für einen erbarmungslosen Zyniker, Spaßphilosophen, konservativen Anarchisten, wurzellosen Radikalen, für einen elitären Schöngeist, für einen Weltanschauungsgaukler und so weiter und so fort. Viele pflegen ihre Gegnerschaft zu Bernhard bis heute, darunter auch Zeitgenossen, die von Bernhard seinerzeit direkt oder indirekt angegriffen wurden, wie etwa Werner Schneider, Peter Turini, Gerhard Roth oder die Kritikerin Sigrid Löffler. Was sagt uns Bernhard heute? Katja Gasser hat dazu einige prominente Stimmen eingeholt. Nein, Thomas Bernhard hatte nicht nur Freunde. Und das ist nicht wirklich erstaunlich. Naturgemäß, gewissermaßen, seiner Person und seinem Werk entsprechend. Nicht? Der Autor und Kabarettist Werner Schneider hat für die Nachwelt festgehalten: Ich kann Thomas Bernhard, Mensch und Werk, nicht leiden. Ausgangspunkt seiner Bernhard-Kritik ist: Ein gescheiter Mann hat gesagt, kritisieren heißt unterscheiden. Und in dem Maße, in dem einer nicht unterscheidet, ist seine Kritik völlig wertlos. Und genau dies sei bei Thomas Bernhard der Fall. Für heftige Bernhard-Diskussionen sorgte Schneider ehemals mit dem Satz: Ich halte Thomas Bernhard für einen ungewollten, aber doch für einen Wegbereiter Heiders. Schneiders Begründung damals wie heute? Er hat die totalitäre Sprache,
das flächendeckende Urteil, die undifferenzierte Diffamierung, in der österreichischen Literatur sehr populär gemacht. Und da ist natürlich ein absoluter Brückenschlag nicht zu übersehen zu faschistoiden Politikformen. Franz Schuh zählt sich weder zu den Bernhardianern noch zu den Anti-Bernhardianern. Der bekannte Satz: Thomas Bernhard hat seine Skandale wie Werbefeldzüge angelegt, stammt von ihm. In den 70er Jahren hat der Essayist und Philosoph einen Text geschrieben mit dem Titel »Ist Thomas Bernhard ein Faschist?« Es war eine Parodie auf die damals unter Linken übliche Faschismus-Verdachtkeule. Selbstverständlich war er keiner. Aber warum kommt man auf die Idee? Weil er einen, zumindest in der Lesart ist das möglich, weil er einen doch sehr eindeutigen Nihilismus in vielen Fragen vertrat. Fest steht jedenfalls, ein Linker ist Thomas Bernhard nie gewesen. Kritik aus diesen Reihen war ihm ebenso gewiss, wie auch umgekehrt festzustellen ist, die Sozialdemokratie hat Bernhard verachtet. Am wenigsten mögen Radikale aller Art, und ich bin kein Feind von Radikalen im Grundsätzlichen, Sozialdemokraten. Sozialdemokraten sind eine furchtbare Mischung aus zur Phrase gewordener Revolution und unerträglicher Anpassung. Und das hat Thomas Bernhard unter Anführungszeichen gemeint. Thomas Bernhards Geringschätzung von Bruno Kreisky ist inzwischen legendär. Auch seine Abkanzelung von Peter Turini und Gerhard Roth, die Texte zu einem 1981 erschienenen Kreisky-Bildband lieferten, ist mittlerweile Literaturgeschichte. Überhaupt hat sich Thomas Bernhard seinen Schriftstellerkollegen gegenüber nie zimperlich verhalten. Peter Handke etwa war stets sein großer Konkurrent und Kontrahent. Es sind ästhetisch-poetologische Fragen, die zwei Einzelgänger gegeneinander aufbrachten. Dem Thomas Bernhard ist ums Meinen gegangen, dem Handke geht es ums Beschreiben, dem Bernhard geht es um einen Stil, der erkennbar ist, dem Handke ging es um Innovation, dem Bernhard ging es um Wahrheit im Sinn einer meinungsbildenden Ansage und dem Handke geht es um Weisheit. Also der zentrale Vorwurf von Handke an Bernhard ist, wie kann denn jemand gute Literatur schreiben, der mit dem Schreiben kein Problem mehr hat? Für Handke hat sie stets Partei ergriffen, Bernhard hingegen zwischendurch auch heftig kritisiert. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Den Thomas Bernhard inzwischen zugewiesenen Rang in der Literaturgeschichte bezweifelt sie jedoch in keinster Weise. Er ist natürlich längst eingerückt in die Weltliteratur und insofern ist er natürlich auch in einer gewissen Ortlosigkeit angekommen. Dennoch, Holzfällen etwa hält Sigrid Löffler heute noch für einen schlechten Roman. Vielleicht ist Haskitsch überhaupt der Beitrag Bernhards zur Literatur, hat sie ehemals in ihrer Besprechung des Buches geschrieben. Dass er seine Rolle als Störenfried der österreichischen Nachkriegsharmonisierung immer vorhersehbarer einnahm, darin sieht Sigrid Löffler Thomas Bernhards großes, auch posthum wirksames Glaubwürdigkeitsproblem. Ich werfe ihm vor, dass er eigentlich, indem er seine Kritik immer routinierter und auch immer erfolgreicher vorgebracht hat, gleichzeitig auch in einer heimlichen Komplizenschaft mit den Zuständen operiert hat, die er kritisiert hat. Er hat angefangen wahrscheinlich mit einer mehr oder weniger ehrlichen Empörung oder ja in der Pose des großen Entrüsteten, aber er ist dann doch verkommen zum großen Stänker-Virtuosen. Und da war er dann, glaube ich, auch letztlich wirkungslos. Und welches Verhältnis hat die junge Schriftstellergeneration zu Thomas Bernhard? Große Anhängerschaft kann sich der Querdenker aus Ohlsdorf nicht mehr erfreuen, das zumindest meint Daniel Kehlmann. Für mich persönlich ein wesentlicher Faktor war, dass mich Karl Kraus eigentlich für Thomas Bernhard verdorben hat. Bernhard ist für Kehlmann nur eine gemütliche Variante von Karl Kraus. Aber auch darüber hinaus hat Kehlmann einiges gegen den Hass-Tiraden-Spezialisten einzuwenden. Vieles an Bernhards Literatur sei schlicht verlogen, meint der zwischen Wien und Berlin pendelnde Bestsellerautor.
man hat bei ihm eigentlich zwei Personen, die zusammenarbeiten an den Texten, die kollaborieren in gewisser Weise, nämlich einen großen Schriftsteller und einen kulturpolitischen Intriganten. Und ich würde mir manchmal ein bisschen weniger von dem kulturpolitischen Intriganten wünschen und mehr von dem wirklichen Schriftsteller. Und nun, sehen Sie Thomas Bernhard jetzt kritischer? Oder gehören Sie zu jenen, die ihn sowieso nie mochten? In jedem Fall empfiehlt sich Lesen und sich selbst eine Meinung bilden. Oder einfach nur Lesen. Meinungen gibt es ohnehin wie Sand am Meer. Nicht? Ja, Herr Beimann, da haben Sie jetzt ein paar Mal kräftig gegrummelt bei diesen Stellungnahmen. Das ist ja Zwergenaufstand, nicht? Also, das ist ja der absolute Zwergenaufstand. Aber es ist gut, dass man das nochmal hört, dass man das nicht vergisst, ja. Und das wird den Berner nichts anhaben und das wird auch unsere Aufführung nichts anhaben. Verstehen Sie, ich freue mich jetzt schon auf die Vorstellung hier in Wien, auf die öffentliche Probe und die veränderte Vorstellung, weil man dann eben sieht, dass oder hofft, und ich hoffe, dass man das sieht, dass eben die Menschen ganz anders darüber denken. Und übrigens, apropos, finde ich ganz schön, dass man dort mal vergleichen kann, wie das Wiener und das Berliner Publikum reagiert. Das ist ja auch ein indirekter Testfall. Mhm. Sind die Wiener die schnelleren und die leidenschaftlicheren oder doch die Berliner oder umgekehrt? Aber wenn ich das so höre, das ist irgendwie... aber es ist gut, dass man sich das nochmal vergewissert. Insofern, man ist traurig, wenn man so etwas hört. Man hat aber auch das Gefühl, dass daraus ganz stark der Neid spricht. Also bei Schuhe, da käme man hundertprozentig. Sehen Sie die Trauben, die für Sie selber zu hoch hängen? Über Schneider will ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht reden. Da soll ein bisschen mehr Boxkämpfe kommentieren. Da gehört er besser hin und nicht die Literatur. Also es ist schon irgendwie mehr oder weniger dritte Klasse. Na gut, vielleicht liegt es aber auch daran, dass Bernhard doch auch als widersprüchliche Figur empfunden worden ist. Wie haben Sie das gesehen? Einerseits galt er als total antibürgerlich, andererseits hat er sich selbst ein Bürger... ist natürlich hatte den Gestus des Großgrundbesitzers geführt, ja. Natürlich auch aus Angst. Nicht, also dieses Ansammeln von Grundbesitz und diese Versorgungsängste, das ist natürlich auch dieser einsame kleine Bub, der da einiges erlebt hat, wie man nachlesen kann in den wunderbaren Büchern über sein Leben, Keller und so weiter, das Kind. Also das ist... Aber auch diese Inszenierung, wie so ein Landadeliger mit diesen Lodenjankern und Haferlschuhen. Und war das nicht im großen Widerspruch zu seinem sonstigen? Er ist auch sogar in Lederhosen herumgelaufen, wie manchmal diese alpenländischen Leute das eben tun. Ja. Das ist ja das Kuriose. Dazu habe ich es ja immer nicht gebracht in den Jahren. Ja. Aber es ist Maske, es ist Spiel. Verstehen Sie, das Einkategorisieren von Goethe oder von Büchner oder von Grillparzer, das funktioniert ja eh nicht. Und das sind Rollen, aber nicht taktische Rollen. Es ist ja bezeichnend, dass die Herrschaften, die wir eben gesehen haben, das immer unter dem Aspekt sehen des Verkaufs und des Kommerzes. Das spricht ja aber genau gegen diese Leute, die das immer als Marktstrategie sagen, weil sie gar nicht anders denken können. Das war für den Bernhard irgendwie Spiel und Leidenschaft. Verstehen Sie, das hat er nicht gemacht, damit die Auflage, der hat ja nicht irgendeinen Skandal mit Heldenplatz gemacht, damit die Leute jetzt auf weh schreien, sondern es ist echte Empörung, dass das Spektrum eines solchen Menschen sich vielfältig aufgliedert. Ich könnte viele Sachen erzählen, die dieser Aufenthalt in der oberen Gesellschaftsschicht, dass er mit irgendwelchen Kardinälen oder mit dem Herrn Gut von der Deutschen Bank, der nun wirklich der Prototyp des Kapitalismus ist, oder mit dem Maletta, dem konservativen ÖVP-Nationalratspräsidenten, dass er da also Beziehungen pflegte, auch keine Freundschaften, waren ja auch Materialstudien. Er hat sich ja diese ganze Jagdgesellschaft einverleibt, um sie zu demaskieren. Das zu ja sagen, ja, es ist ja eher an dieser große Blödsinn, dass man sagt, wer so, sagen wir, mutig ist oder gesellschaftskritisch ist, muss selber hungern. Oder muss selber da, weiß nicht, in zerfallene Klamotten herumlaufen und so weiter. Aber das ist eine ganz hochgradig widersprüchliche Figur gewesen, mit allen möglichen Zeichen. Ich habe ihn auch als einen fürsorglichen Freund und musikalischen Entertainer erlebt. Wir haben mal zusammen Mozart-Arien geschmettert, ja, aus irgendwelchen alten Kleinbörnenaufnahmen haben wir mitgesungen. Also das ist ein so vielfältiger, komplizierter Mann, dass ihn heute so viele Menschen geradezu wie eine Droge lieben und dass das in allen Altersschichten über die ganze Welt dieser Mann eine Kultfigur geworden ist. Das ist doch eigentlich das Erstaunliche und das Schöne, dass Kunst das kann und dass eine Person das in sich in den ganzen Widersprüchen fokussiert. Warum sollen wir denn immer diese schrecklichen Vereinfacher haben?
Er wollte jedenfalls immer einfach kompliziert. Schauen Sie, das ist so. Er war einfach und kompliziert. Ja. Aber das ist doch ganz wunderbar. Da können doch diese Herrschaften, diese Lemuren, nur von träumen. Die sind ja wirklich nur einfach und sonst gar nichts, ja. Er wollte jedenfalls auf alle Fälle immer ein unabhängiges Leben führen und daher hat es auch sehr viele Diskussionen gegeben mit seinem Verleger, wie wir vorhin gesehen haben. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Briefwechsel wollen wir Ihnen noch zeigen. Ihnen, Herr Beimann, recht schönen Dank fürs Kommen und toi, 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 oh ja, für die Premiere. Man darf sich nicht bedanken, aber ich nehme es gern zur Kenntnis. Und wir sehen jetzt noch einmal Peter Simonischek und Gerd Voss als Unseld und Bernhard. Frankfurt am Main. 16. Oktober 87. Lieber S.U. Spät, aber nicht zu spät, werden die Deutschen auch im Anliegen des höchsten Maßstabes erkennen, dass es noch nie einen wichtigeren und also für die Geistesgeschichte bedeutenderen Verleger gegeben hat als Sie, der Sie Ihr Genie ganz aus der Liebe zur Literatur und aus der Freude von deren Schöpfern gezogen haben. Ich danke Ihnen für den gerade vergangenen Abend und nicht nur für diesen. Ihr einfach komplizierter Thomas Bernhard. Notiz Wien, 4. November 88, Uraufführung von Heldenplatz am Wiener Burgtheater. Regie Klaus Peimann. Am Tage Demonstrationen, dann Gegendemonstrationen, schließlich Gegendemonstrationen. Als Ulla und ich an der Burg ankommen, eine riesige Menschenmenge und Leute der Rechten, die Mist abladen wollen. Im Kartenraum staunen sich Leute, die noch Karten haben wollen. Die Aufführung findet unter Polizeischutz statt. Beginn der Aufführung um 19 Uhr. Es ist auffallend ruhig, scheinbar entspannt. Aber als in der theatrale schwachen ersten Szene Anneliese Römer als Wirtschafterin Zittel auftrat und die erste kritische Bemerkung zu Wien und Österreich machte, da gab es eine Pfeiforgie wie wohl nie in der Burg. Statt 2,5 Stunden dauerte das Ganze fast 5 Stunden. In der Pause große Diskussion, am Schluss Diskussion, aber im Grunde genommen war alles erleichtert. Die Protestierenden wie die Sympathisanten. Am Schluss Ovation für Schauspieler, für Peimann und für den zum ersten Mal und völlig überraschend auf die Bühne kommenden Thomas Bernhard. Es war auch für ihn ein bewegender Augenblick. Ein Schriftsteller wurde zum Repräsentant des Landes. Mal vergessen, dass der Nestor hat ja auch im Knast gesessen. Soweit hat es der Bernhard ja nicht gebracht. Aber der Nestor wurde ja mehrfach festgesetzt, wegen Staatsbeleidigung oder wegen Terrorismus oder was weiß ich. Also das heißt, dieses auf die Spitze treiben, um es zu enthüllen, das ist eigentlich, sagen wir mal, auch Theater. Bis zu einem gewissen Grad sehen Sie das auch bei der Friede Jelinek. Das heißt, diese Zuspitzung bis hin zur Übertreibung, und dass der Bernhard sich dann sogar bis zur Abschaffung einer Tram, einer Straßenbahn in Gmunden zum großen Polemiker aufwirft, zeigt ja irgendwie auch seine Don Quixotterie. Für mich ist er auch ein literarischer Don Quixote. Auch Don Quixote ist ja ständig gegen Windmühlen angeritten, weil er dachte, das ist die feindliche Armee. Ich will ihn jetzt überhaupt nicht relativieren, weil er hatte in allem wirklich natürlich recht und ganz besonders in Heldenplatz, dass er aufgeräumt hat mit dieser Lüge, dass die Österreicher mit den Nazis nichts am Hut hatten, sondern sozusagen das erste besetzte Land war noch vor Polen. Das war halt eine der großen Verkitschungen der österreichischen Geschichte. Nach der Heldenplatz-Premiere war dieses Land zu dieser Lüge nicht mehr berechtigt. Das ist toll, dass das Theater das kann. Aber auf der anderen Seite, oder diese was wir da gerade gesehen haben, was der Voss da spielt, den Ritter, Dine Voss, dieser Philosoph, dieser Wittgenstein-Neffe, das sind ja alles so sind wirklich auch Narren. Und etwas von dieser Absurdität des Lebens und der Verzweiflung, das Vollkommene zu suchen und ununterbrochen an der Umwelt und an sich selbst zu scheitern, das ist, glaube ich, auch Lebensprogramm von Thomas Bernhard. Dafür würde er dann in weiterer Folge auch sehr geschätzt, aber einige Feinde sind ihm schon geblieben. Wofür wurde und wird er nicht alles gehalten? Für einen Staatsfeind, einen Staatsdichter, einen Untergang-Hofer.
einen großen Moralisten, für einen erbarmungslosen Zyniker, Spaßphilosophen, konservativen Anarchisten, wurzellosen Radikalen, für einen elitären Schöngeist, für einen Weltanschauungsgaukler und so weiter und so fort. Viele pflegen ihre Gegnerschaft zu Bernhard bis heute, darunter auch Zeitgenossen, die von Bernhard seinerzeit direkt oder indirekt angegriffen wurden, wie etwa Werner Schneider, Peter Turini, Gerhard Roth oder die Kritikerin Sigrid Löffler. Was sagt uns Bernhard heute? Katja Gasser hat dazu einige prominente Stimmen eingeholt. Nein, Thomas Bernhard hatte nicht nur Freunde. Und das ist nicht wirklich erstaunlich. Naturgemäß, gewissermaßen, seiner Person und seinem Werk entsprechend. Nicht? Der Autor und Kabarettist Werner Schneider hat für die Nachwelt festgehalten: Ich kann Thomas Bernhard, Mensch und Werk, nicht leiden. Ausgangspunkt seiner Bernhard-Kritik ist: Ein gescheiter Mann hat gesagt, kritisieren heißt unterscheiden. Und in dem Maße, in dem einer nicht unterscheidet, ist seine Kritik völlig wertlos. Und genau dies sei bei Thomas Bernhard der Fall. Für heftige Bernhard-Diskussionen sorgte Schneider ehemals mit dem Satz: Um Weisheit. Also der zentrale Vorwurf von Handke an Bernhard ist, wie kann denn jemand gute Literatur schreiben, der mit dem Schreiben kein Problem mehr hat? Für Handke hat sie stets Partei ergriffen, Bernhard hingegen zwischendurch auch heftig kritisiert. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Den Thomas Bernhard inzwischen zugewiesenen Rang in der Literaturgeschichte bezweifelt sie jedoch in keinster Weise. Er ist natürlich längst eingerückt in die Weltliteratur und insofern ist er natürlich auch in einer gewissen Ortlosigkeit angekommen. Dennoch, Holzfällen etwa hält Sigrid Löffler heute noch für einen schlechten Roman. Vielleicht ist Haskitsch überhaupt der Beitrag Bernhards zur Literatur, hat sie ehemals in ihrer Besprechung des Buches geschrieben. Dass er seine Rolle als Störenfried der österreichischen Nachkriegsharmonisierung immer vorhersehbarer einnahm, darin sieht Sigrid Löffler Thomas Bernhards großes, auch posthum wirksames Glaubwürdigkeitsproblem. Ich werfe ihm vor, dass er eigentlich, indem er seine Kritik immer routinierter und auch immer erfolgreicher vorgebracht hat, gleichzeitig auch in einer heimlichen Komplizenschaft mit den Zuständen operiert hat, die er kritisiert hat. Er hat angefangen wahrscheinlich mit einer mehr oder weniger ehrlichen Empörung oder ja in der Pose des großen Entrüsteten, aber er ist dann doch verkommen zum großen Stänker-Virtuosen. Und da war er dann, glaube ich, auch letztlich wirkungslos. Und welches Verhältnis hat die junge Schriftstellergeneration zu Thomas Bernhard? Große Anhängerschaft kann sich der Querdenker aus Ohlsdorf nicht mehr erfreuen, das zumindest meint Daniel Kehlmann. Für mich persönlich ein wesentlicher Faktor war, dass mich Karl Kraus eigentlich für Thomas Bernhard verdorben hat. Bernhard ist für Kehlmann nur eine gemütliche Variante von Karl Kraus. Aber auch darüber hinaus hat Kehlmann einiges gegen den Hass-Tiraden-Spezialisten einzuwenden. Vieles an Bernhards Literatur sei schlicht verlogen, meint der zwischen Wien und Berlin pendelnde Bestsellerautor. Man hat bei ihm eigentlich zwei Personen, die zusammenarbeiten an den Texten, die kollaborieren in gewisser Weise, nämlich einen großen Schriftsteller und einen kulturpolitischen Intriganten. Und ich würde mir manchmal ein bisschen weniger von dem kulturpolitischen Intriganten wünschen und mehr von dem wirklichen Schriftsteller. Und nun, sehen Sie Thomas Bernhard jetzt kritischer? Oder gehören Sie zu jenen, die ihn sowieso nie mochten? In jedem Fall empfiehlt sich Lesen und sich selbst eine Meinung bilden. Oder einfach nur Lesen. Meinungen gibt es ohnehin wie Sand am Meer. Nicht? Ja, Herr Beimann, da haben Sie jetzt ein paar Mal kräftig gegrummelt bei diesen Stellungnahmen. Ist ja Zwergenlauf und ganz besonders in Heldenplatz, dass er aufgeräumt hat mit dieser Lüge, dass die Österreicher mit den Nazis nichts am Hut hatten, sondern sozusagen das erste besetzte Land war noch vor Polen. Das war halt eine der großen Verkitschungen der österreichischen Geschichte. Nach der Heldenplatz-Premiere war dieses Land zu dieser Lüge nicht mehr berechtigt. Und das ist toll, dass das Theater das kann. Aber auf der anderen Seite, oder was wir da gerade gesehen haben, was der Forster spielt, den Ritter, Dine Voss, dieser Philosoph, dieser Wittgenstein-Neffe, das sind ja alles sind wirklich auch Narren. Und etwas von dieser Absurdität
des Lebens und der Verzweiflung, das Vollkommene zu suchen und ununterbrochen an der Umwelt und an sich selbst zu scheitern, das ist, glaube ich, auch Lebensprogramm von Thomas Bernhard. Dafür würde er dann in weiterer Folge auch sehr geschätzt, aber einige Feinde sind ihm schon geblieben. Wofür wurde und wird er nicht alles gehalten? Für einen Staatsfeind, einen Staatsdichter, einen Unterganghofer, einen großen Moralisten, für einen erbarmungslosen Zyniker, Spaßphilosophen, konservativen Anarchisten, wurzellosen Radikalen, für einen elitären Schöngeist, für einen Weltanschauungsgaukler und so weiter und so fort. Viele pflegen ihre Gegnerschaft zu Bernhard bis heute, darunter auch Zeitgenossen, die von Bernhard seinerzeit direkt oder indirekt angegriffen wurden, wie etwa Werner Schneider, Peter Turini, Gerhard Roth oder die Kritikerin Sigrid Löffler. Was sagt uns Bernhard heute? Katja Gasser hat dazu einige prominente Stimmen eingeholt. Nein, Thomas Bernhard hatte nicht nur Freunde. Und das ist nicht wirklich erstaunlich. Naturgemäß, gewissermaßen, seiner Person und seinem Werk entsprechend. Nicht? Der Autor und Kabarettist Werner Schneider hat für die Nachwelt festgehalten: Ich kann Thomas Bernhard, Mensch und Werk, nicht leiden. Ausgangspunkt seiner Bernhard-Kritik ist: Ein gescheiter Mann hat gesagt, kritisieren heißt unterscheiden. Und in dem Maße, in dem einer nicht unterscheidet, ist seine Kritik völlig wertlos. Und genau dies sei bei Thomas Bernhard der Fall. Für heftige Bernhard-Diskussionen sorgte Schneider ehemals mit dem Satz: Ich halte Thomas Bernhard für einen ungewollten, aber doch für einen Wegbereiter Heiders. Schneiders Begründung damals wie heute? Er hat die totalitäre Sprache, das flächendeckende Urteil, die undifferenzierte Diffamierung in der österreichischen Literatur sehr populär gemacht. Und da ist natürlich ein absoluter Brückenschlag nicht zu übersehen zu faschistoiden Politikformen. Franz Schuh zählt sich weder zu den Bernhardianern noch zu den Anti-Bernhardianern. Der bekannte Satz: Thomas Bernhard hat seine Skandale wie Werbefeldzüge angelegt. 9. Juli 68, lieber Herr Bernhard, ich höre, dass wir wieder einmal Honorarschwierigkeiten miteinander haben. Wieso eigentlich? Ich denke, diese Dinge haben wir doch nicht ohne Großzügigkeit geregelt. Ich schicke Ihnen anbei eine Kopie des Vertrages, den wir am 8. Mai bis 22. November 67 für den Band Prosa in der Edition Surkamp geschlossen haben. Da scheint mir doch ein Muster zu sein, wie wir auch für den neuen Band ungenach verfahren sollten. Ich hätte mir sehr gewünscht, Herr Bernhard, dass Ihnen daran liegt, mit diesem Honorar Ihr Darlehen abzutragen. Falls Sie aber auf diesen Betrag jetzt angewiesen sind, bin ich auch bereit, die DM 2000 Ihnen zur Hälfte bei Vertragsabschluss und zur Hälfte bei Erscheinen des Bandes zu überweisen. Lieber Herr Dr. Unseld, es hat mir leid getan, dass ich Sie in Frankfurt nicht gesehen habe. Aber mit Ihrer Frau zusammen war es ein Vergnügen. Bitte sagen Sie das. Was die Honorarfrage betrifft, so sind wir tatsächlich anfangs großzügig verfahren. Und ich habe geglaubt, wenn ich mich 3 Jahre mit meinem Roman Verstörung herumschlage, dann ist ein großer Teil meines Darlehens abgetragen. Dass ein so großer und so guter Verlag wie der Ihre aber nicht mehr als 1800 Exemplare verkaufen hat können, ist so absurd, dass das kein Mensch glaubt, wenn ich das sage. Denn selbst wenn ich ganz alleine mit meinem Rucksack durchs Land ginge, verkaufte ich in 4 Wochen sicher mehr. Die Enttäuschung ist die größte. Ja, Thomas Bernhard, alles Kleinmütige war ihm ja verhasst. Aber selbst konnte er schon auch angeblich ein bisschen kleinlich sein. Also zum Beispiel zu spät kommen hat er kaum akzeptiert. Ja. Haben Sie das auch erlebt? Aber, also bitter. Also ich kann Unselts Leiden gut verstehen in seiner Art. Also Unselt war ja wahrscheinlich der Roman- und der Prosa-Partner. Und ich glaube einfach statistisch war ich, glaube ich, schon der Theaterpartner. Und da gab es also auch unglaubliche Erpressungen. Wenn ihn irgendwas ärgert, hat er gesagt, die kriegen überhaupt kein Stück. Und wir nehmen Theater, man rittert den Faust aus dem Spielplan. Und wenn man in Gemunden im Rathauscafé verabredet war um 9 und irgendwie, was weiß ich, der Zug hatte Verspätung oder der Taxifahrer, da war er weg.
Und dann kommt der Kellner und sagt, ja, der Herr Bernhard, der ist jetzt ja schon zu Hause. Sie können morgens nochmal versuchen, ob Sie dann pünktlich sind. Ja. Also das war schon ein Rigorismus und ein Konsequentismus, den er natürlich auch an sich selbst anlegte. Ich habe ihm oft gesagt, Mensch Bernhard, Sie können für sich als Autor alle Entscheidungen sozusagen scharf und konsequent fällen. Ich bin letztlich immer für eine Art Kollektiv, für Schauspieler und für einen Betrieb verantwortlich. Da ist ein bestimmter Rigorismus gar nicht möglich. Obwohl man mir ja schon vorgeworfen hat, dass ich ein so radikales Theater gemacht habe. Und das war es ja auch. Und der Bürgerliche ist natürlich hatte den Gestus des Großgrundbesitzers geführt. Ja. Natürlich auch aus Angst. Nicht, also dieses Ansammeln von Grundbesitz und diese Versorgungsängste, das ist natürlich auch dieser einsame kleine Bub, der da einiges erlebt hat, wie man nachlesen kann in den wunderbaren Büchern über sein Leben, Keller und so weiter, das Kind. Also das ist... Aber auch diese Inszenierung, wie so ein Landadeliger mit diesen Lodenjankern und Haferlschuhen und war das nicht im großen Widerspruch zu seinem sonstigen? Er ist auch sogar in Lederhosen herumgelaufen, wie manchmal diese alpenländischen Leute das eben tun, ja. Das ist ja das Kuriose, dazu habe ich es ja immer nicht gebracht in den Jahren. Ja. Aber es ist Maske, es ist Spiel und verstehen Sie, das Einkategorisieren von Goethe oder von Büchner oder von Grillparzer, das funktioniert ja eh nicht. Und das sind Rollen, aber nicht taktische Rollen. Es ist ja bezeichnend, dass die Herrschaften, die wir eben gesehen haben, das immer unter dem Aspekt sehen des Verkaufs und des Kommerzes. Das spricht ja aber genau gegen diese Leute, die das immer als Marktstrategie sagen, weil sie gar nicht anders denken können. Das war für den Bernhard irgendwie Spiel und Leidenschaft. Verstehen Sie, das hat er nicht gemacht, damit die Auflage, der hat ja nicht irgendeinen Skandal mit Heldenplatz gemacht, damit die Leute jetzt auf weh schreien, sondern es ist echte Empörung, dass das Spektrum eines solchen Menschen sich vielfältig aufgliedert. Ich könnte viele Sachen erzählen, die dieser Aufenthalt in der oberen Gesellschaftsschicht, dass er mit irgendwelchen Kardinälen oder mit dem Herrn Gut von der Deutschen Bank, der nun wirklich der Prototyp des Kapitalismus ist, oder mit dem Maletta, dem konservativen ÖVP-Nationalratspräsidenten, dass er da also Beziehungen pflegte, auch keine Freundschaften, waren ja auch Materialstudien. Er hat sich ja diese ganze Jagdgesellschaft einverleibt, um sie zu demaskieren. Das zu sagen, ja, es ist ja eher an dieser große Blödsinn, dass man sagt, wer so, sagen wir, mutig ist oder gesellschaftskritisch ist, muss selber hungern. Oder muss selber da, weiß nicht, in zerfallene Klamotten herumlaufen und so weiter. Aber das ist eine ganz hochgradig widersprüchliche Figur gewesen, mit allen möglichen Zeichen. Ich habe ihn auch als einen fürsorglichen Freund und musikalischen Entertainer erlebt. Wir haben mal zusammen Mozart-Arien geschmettert, ja, aus irgendwelchen alten Kleinbörnaufnahmen haben wir mitgesungen. Also das ist ein so vielfältiger, komplizierter Mann, dass ihn heute so viele Menschen geradezu wie eine Droge lieben und dass das in allen Altersschichten über die ganze Welt dieser Mann eine Kultfigur geworden ist. Das ist doch eigentlich das Erstaunliche und das Schöne, dass Kunst das kann und dass eine Person das in sich in den ganzen Widersprüchen fokussiert. Warum sollen wir denn immer diese schrecklichen Vereinfacher haben? Er wollte jedenfalls immer ein einfach und kompliziert. Schauen Sie, das ist so. Er war einfach und kompliziert. Ja. Aber das ist doch ganz wunderbar. Da können doch diese Herrschaften, lieber diese Lemuren, nur von Treugung oder wegen Terrorismus oder was weiß ich. Also das heißt, dieses auf die Spitze treiben, um es zu enthüllen. Das ist eigentlich, sagen wir mal, auch Theater. Bis zu einem gewissen Grade sehen Sie das auch bei der Elfriede Jelinek. Das heißt, diese Zuspitzung bis hin zur Übertreibung, und dass der Bernhard sich dann sogar bis zur Abschaffung einer Tram, einer Straßenbahn in Gmunden zum großen Polemiker aufwirft, zeigt ja irgendwie auch seine Don Quixoterie. Für mich ist er auch ein literarischer Don Quixote. Auch Don Quixote ist ja ständig gegen Windmühlen angeritten, weil er dachte, das ist die feindliche Armee. Ich will ihn jetzt überhaupt nicht relativieren, weil er hatte in allem wirklich natürlich recht und ganz besonders in Heldenplatz, dass er aufgeräumt hat mit dieser Lüge, dass die Österreicher mit den Nazis nichts am Hut hatten, sondern sozusagen das erste besetzte Land war noch vor Polen. Das war eine der großen Verkitschungen der österreichischen Geschichte. Nach der Heldenplatz-Premiere war dieses Land zu dieser Lüge nicht mehr berechtigt. Das ist toll, dass das Theater das kann. Aber auf der anderen Seite, oder diese was wir da gerade gesehen haben, was der Forster spielt, den Ritter, Dine Voss, dieser Philosoph, dieser Wittgenstein-Neffe, das sind ja alles so sind wirklich auch Narren. Und etwas von dieser Absurdität
des Lebens und der Verzweiflung, das Vollkommene zu suchen und ununterbrochen an der Umwelt und an sich selbst zu scheitern, das ist, glaube ich, auch Lebensprogramm von Thomas Bernhard. Dafür würde er dann in weiterer Folge auch sehr geschätzt, aber einige Feinde sind ihm schon geblieben. Wofür wurde und wird er nicht alles gehalten? Für einen Staatsfeind, einen Staatsdichter, einen Unterganghofer, einen großen Moralisten, für einen erbarmungslosen Zyniker, Spaßphilosophen, konservativen Anarchisten, wurzellosen Radikalen, für einen elitären Schöngeist, für einen Weltanschauungsgaukler und so weiter und so fort. Viele pflegen ihre Gegnerschaft zu Bernhard bis heute, darunter auch Zeitgenossen, die von Bernhard seinerzeit direkt oder indirekt angegriffen wurden, wie etwa Werner Schneider, Peter Turini, Gerhard Roth oder die Kritikerin Sigrid Löffler. Was sagt uns Bernhard heute? Katja Gasser hat dazu einige prominente Stimmen eingeholt. Nein, Thomas Bernhard hatte nicht nur Freunde. Und das ist nicht wirklich erstaunlich. Naturgemäß, gewissermaßen, seiner Person und seinem Werk entsprechend. Nicht? Der Autor und Kabarettist Werner Schneider hat für die Nachwelt festgehalten: Ich kann Thomas Bernhard, Mensch und Werk, nicht leiden. Ausgangspunkt seiner Bernhard-Kritik ist: Ein gescheiter Mann hat gesagt, kritisieren heißt unterscheiden. Und in dem Maße, in dem einer nicht unterscheidet, ist seine Kritik völlig wertlos. Und genau dies sei bei Thomas Bernhard der Fall. Für heftige Bernhard-Diskussionen sorgte Schneider ehemals mit dem Satz: Ich halte Thomas Bernhard für einen ungewollten, aber doch für einen Wegbereiter Heiders. Schneider